Herzlich willkommen bei einer Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute im Gespräch Herr Thilo Sarrazin. Herr Thilo Sarrazin bedarf keiner großen Vorstellung, ihn kennen fast alle. Ich sage trotzdem ein paar Worte zu ihm. Er war Finanzsenator in Berlin, er war im Vorstand der Deutschen Bundesbank und seit 2010 ist Herr Sarrazin Bestsellerautor mit seinem ersten Buch unter anderem Deutschland schafft sich ab und mit seinem letzten Bestseller Feindliche Übernahme, was knapp 300.000 Mal in Deutschland verkauft wurde. Herr Sarrazin, danke schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ja, gerne. Herr Sarrazin, in einem Vortrag von Ihnen, auch Feindliche Übernahme genannt, vor 2 Monaten, da sprachen Sie von einer Art Nachrichtensperre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen für Ihre Bücher und Sie beklagen, dass es manchmal auch Probleme mit den Vortragsräumen gibt. Sie haben das Beispiel Mainz, was aus komischen Gründen dann plötzlich, wo der Raum nicht mehr zur Verfügung stand. Wie steht es vor diesem Hintergrund um die öffentliche Diskussionskultur in Deutschland aus Ihrer Sicht? Ja gut, wir sind ein freies Land und man muss Menschen nicht anhören und man muss ihnen auch keinen Raum geben. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, dass wir hier zensiert würden oder sonst wie. Es ist aber doch schon auffallend, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen seine Dinge auswählt. Und wenn die Herren oder Damen und Herren, muss man ja politisch korrekterweise sagen, dort etwas nicht mögen, dann da findet das eben auch nicht statt. Das sind natürlich jetzt auch gleitende Übergänge. Und es gibt ja auch andere Medien. Also es ist nicht so, dass ich klage, das ist schon so, dass ich mich am Ende auch durchsetze, aber natürlich nimmt man das zur Kenntnis. Und diese Auswahl an Themen, also Sie haben das ja angedeutet, sie erfolgt ja wahrscheinlich nicht in einem neutralen Bereich, sondern es gibt bestimmte Interessen, welche Meinungen gehört werden sollte und welche nicht, oder? Wie sehen Sie das? Ja, das vermute ich. Alles klar. In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, dass Ihr Buch geschrieben wurde, Sina Ira et Studio, also angelehnt an Tacitus ohne Zorn und ohne Eifer. Und Sie haben ja auch knapp 50 Seiten an Fußnoten. Also wer das mal liest, das sind ganz, ganz viele Fußnoten in diesem Buch. Und meine Frage ist, warum reagieren so viele Menschen so emotional auf das Thema, obwohl sie doch so viele Fakten bringen und ihr Buch sehr unemotional und ohne große Gefühle geschrieben ist? Ja, es ist natürlich schon mit Gefühl geschrieben. Wenn man die nicht hat, kann man auch nicht vernünftig schreiben. Bloß das, was am Ende dabei rauskommt, das muss natürlich sachlich wirken und es soll auch sachlich überzeugen. Letztlich habe ich ein Thema hier, welches viele emotional anspricht, welches bei manchen der Ängste weckt und bei anderen Aggressionen weckt. Und dann, wenn die Menschen dann mit den Gefühlen dabei sind, gibt es auch eben oft Zorn und Eifer. Absolut. Und hätten Sie das erwartet bei diesem Buch? Also haben Sie schon gedacht, das wird die Nation spalten? Oder haben Sie gedacht oder gehofft, dass es einen sachlichen Diskurs geben wird? Ja, ich habe schon gewusst, dass natürlich da nicht alle mit mir übereinstimmen. Und natürlich hoffe ich darauf, dass auch die ich jetzt meine, sich auch davon angesprochen fühlen. Positiv oder negativ. Gleichwohl hoffe ich auch immer auf einen sachlichen Diskurs natürlich. Okay, dann kommen wir vielleicht mal zum Inhalt in Ihrem Buch. Sie sagen ja auch in Ihren Vorträgen, dass das Kapitel 1, wo es um die Analyse des Korans geht, das zentrale Kapitel ist, weil letztlich geht ja alles im Islam aus dem Koran aus. Macht ja auch absolut Sinn. Und Sie zitieren dort sehr viele Stellen, die natürlich aus der heutigen demokratischen Sicht kritisch sind. Also Stimmen zur Position der Frau, Stimmen zur Position zum Heiligen Krieg, zu den Ungläubigen. Da sind ja sehr, sehr viele, ja, also, und ich glaube, wenn man es undemokratisch sagt, dann ist es eine sachliche Darstellung. Nun gibt es ja auch in der Bibel einige Stellen, die durchaus, ja, auch nicht demokratisch sind.
Und nicht nur im Alten Testament, sondern durchaus auch im Neuen Testament. Also ich habe beispielsweise mal nachgeschaut, zum Beispiel im ersten Paulusbrief an die Korinther. Da gibt es auch eine sehr frauenkritische Stelle. Ich lese mal oder ich zitiere mal. Das ist Kapitel 11, Satz 3 plus 7. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann ist aber das Haupt der Frau. Der Mann soll aber das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau ist aber des Mannes Abglanz. Also auch durchaus etwas, wo nicht viele Gleichberechtigung mitschwingt und das auch im Neuen Testament. Und daher meine Frage, also ist es fair, ein Buch oder Stellen zu zitieren aus dem Koran, die undemokratisch sind, wo doch auch in der Bibel sehr viel Undemokratisches ist. Ja, also der Paulus war, wie es scheint, da nicht gerade ein Frauenfreund oder jedenfalls hatte er ein etwas veraltetes Frauenbild. Der Unterschied ist der, nach der sogenannten Heilige Schriften sind ja immer von Menschen geschrieben. Und sie sind geschrieben davon Menschen in ihrer Zeit. Der Unterschied dazwischen Bibel und der Koran ist, wir, der heutigen Christen, wissen, dass wir die Bibel aus der Zeit interpretieren müssen und darum dann nicht alles auf die Goldwaage legen können oder auch sagen können, dass hier und da eben vielleicht auch heute von uns so nicht geteilte gesellschaftliche Vorstellungen eingeflossen sind. Das Problem beim Islam ist, dass die Mehrheit der Muslime und die Mehrheit der muslimischen Religionsgelehrten eben den Koran als die wörtliche Offenbarung Gottes ansieht, durch den Mund des Propheten. Also Brief des Apostels Paulus, den Sie zitiert haben, war der Brief eines Menschen an Menschen. Und so kam er in die Bibel. Nur dort, wo in der Bibel Jesus zitiert wird, wird in der Tat Gottes Wort zitiert. Sonst reden Menschen zu Menschen. Und das ist der Unterschied. Und wenn ich eben das, was im Koran steht, mehr oder weniger wörtlich nehme, dann beginnt das Problem. Verstehe. Nun gibt es ja auch Bewegungen, die auch versuchen, den Koran historisch kritisch zu lesen, zu interpretieren. Bei mir zu Gast im Podcast war auch Herr Bassam Tibi, den zitieren Sie ja auch im Buch. Und er hat ja dieses Konzept des Euro-Islam sich erdacht, der durchaus kompatibel wäre oder ist mit den europäischen Verfassungen. Deswegen auch die Frage, wäre es nicht möglich, in einer neuen Interpretation des Islam langsam eine liberalere Sichtweise auf den Koran zu sehen, so wie es auch heutzutage mit der Bibel möglich ist, aber vor 1000 Jahren noch nicht möglich gedacht war? Das ist natürlich denkbar. Dies zu entscheiden ist aber nicht an mir. Ich bin ja da kein Muslim, sondern dies zu entscheiden ist an den Muslimen. Und die Mehrheit der Muslime sieht dies eben anders. Und die Mehrheit ihrer Religionsgelehrten sieht dies auch anders. Und der von Ihnen zitierte Bassam Tibi hat ja selbst die Hoffnung aufgegeben, dass sich hier in absehbarer Zeit etwas ändern wird. Diese Frage geht also nicht an mich, sie geht an die Muslime. Verstehe. Und könnte man sich vorstellen, dass je länger Muslime der liberalen Welt und der Verfassungswelt Europas ausgesetzt sind, dass die Wahrscheinlichkeit immer weiter steigt, dass eine historisch-kritische Exegese stattfindet, einfach nur weil die Sozialisierung in Deutschland stattfindet oder in Frankreich oder wo auch immer? Also zumindest so eine positive Prognose oder sind Sie da eher skeptisch? Also das hängt vom einzelnen Muslim ab, was er daraus macht. Und der eine entscheidet sich so und der andere der entscheidet sich so. Und wir müssen eben sehen, dass die Mehrheit der Muslime an einer wörtlichen Interpretation festhält und auch so lebt und sich verhält. Und das ist eben das Problem. Verstehe. Dann würde ich zu einem zweiten Themenblock kommen, und zwar zum Thema Flüchtlinge, der natürlich auch
immer mitschwingt. Bezüglich der Flüchtlingsaufnahme war ich an einer Stelle im Buch etwas überrascht von dem, was Sie geschrieben haben. Also Sie haben geschrieben oder die Frage gestellt, gibt es eine moralische Pflicht, die Einwanderung zuzulassen? Und das haben Sie verneint. Nein, gibt es nicht. Mhm. Und die zweite Frage, gibt es eine Pflicht, anderen Ländern zu helfen? Da haben Sie gesagt, da gibt es durchaus eine Pflicht. Und das hat mich überrascht, weil ich mich gefragt habe, warum gibt es eigentlich eine Pflicht, anderen Ländern zu helfen? Man könnte ja sagen, jedes Land ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich. Ja, das ist es auch, aber wir sind moralische Menschen und wie der barmherzige Samariter in der Bibel, wenn man Not sieht, dann versucht man zu helfen. Das ist ganz klar und das gilt natürlich auch im internationalen Bereich. Man muss natürlich so helfen, wie man es vernünftig machen kann und so, dass man denjenigen, dem man hilft, auch in die Verantwortung nimmt für das, was er tut. Und natürlich sind wir es anderen Ländern auch schuldig, dass wir ihnen zum Beispiel helfen, wenn es jetzt meinetwegen Naturkatastrophen gab. Oder dass wir Ländern, die vielleicht bildungsmäßig oder in der Art, wie sie sich verwalten, in anderen Fragen nicht so weit sind, dass wir sie auch beraten und ihnen da technische Hilfe geben, ebenso wie wir unsere Kinder auch in der Schule unterrichten. Aber dies muss eben immer Hilfe zur Selbsthilfe sein. Wir können nicht anderen Ländern davor schreiben, wie sie zu leben haben und wie sie ihre Dinge regeln sollen. Bloß wenn wir meinetwegen sehen, dass in bestimmten Ländern Afrikas es mangelt an Hygiene und sich deshalb auch da bestimmte Krankheiten ausbreiten, jetzt zum Beispiel Ebola, der Ebola-Virus, dann ist es ganz klar, dass wir sagen, naja, was können wir denn tun, um das zu verbessern? Und dann kann man dort Ärzte hinschicken. Man kann selber Ärzte ausbilden, man kann schauen, dass die Menschen vor Ort das vielleicht zukünftig besser machen. Man kann sie aber auch nicht ewig an die Hand nehmen. Irgendwann müssen sie auch alleine gehen. Mhm. Verstehe. Und bei der Frage der Flüchtlingsrückführung, da haben Sie auch im Buch eine ganz klare Position. Ich habe auch mit anderen Politikern unter anderem diskutiert über die Frage der Flüchtlinge. Und alle sind sich einig, dass man Flüchtlinge dann im Mittelmeer retten soll vor dem Ertrinken. Aber welche Richtung dann das Schiff nimmt, wenn man die Flüchtlinge dann rettet, das ist bei vielen Politikern und bei Ihnen eine etwas andere Richtung. Viele sagen, sie sollen nach Europa kommen. Sie schlagen vor, dass man sie zurückführt, direkt vom Mittelmeer, dann zurück in die Länder, von wo sie kommen. Warum sind Sie dafür, dass man die Flüchtlinge wieder zurückbringt? Erstmal rede ich jetzt in dem Zusammenhang nachher nicht von Flüchtlingen. Das sind Menschen, die suchen ein besseres Leben. Wer über das Mittelmeer kommt, ist zum allergrößten Teil kommt aus dem Senegal oder kommt aus Eritrea. Er sucht ein besseres Leben und wie bei uns eben illegal einwandern. So. Und wir müssen unterscheiden, also Hilfe, die wir geben für Flüchtlinge, das sollte man tun ortsnah in Kriegsgebieten. Da kann man Lager unterstützen, da kann man Nahrungsmittelhilfe geben und da kann man medizinische Hilfe geben, sodass die Menschen, wenn das dann vorbei ist, auch dann wieder zurück können. Und die andere Frage ist, was wir mit denen tun, die einfach zu uns kommen wollen. Und da sage ich, Jeder, der mit Erfolg zu uns kommt, zieht ja 10 andere nach sich. Er sagt, ich habe es geschafft und ich bekomme hier vom Staat Geld und das ist so und so viel und ich werde medizinisch versorgt und das ist hier und dann kommen die anderen hinterher. Und erst dann, wenn jetzt klar ist, dass diejenigen, die das illegal versuchen, es am Ende nicht schaffen, werden diejenigen, die vielleicht auch kommen wollen, sich das überlegen, ob sie wirklich kommen. Und ich finde es ja besser, dass die Menschen, meistens ja junge Männer, zwischen 18 und 25, die kommen, dass die Menschen ihre Kraft da zu Hause aufwenden, in ihren eigenen Ländern, um sich also bessere Regierungen zu wählen und um dort etwas aufzubauen.
Was ich an Ihrem Buch sehr gut fand, ist, dass Sie am Ende, im letzten Kapitel, dann auch wirklich eine praktikable Lösung anbieten. Viele Bücher beklagen sehr Probleme, aber sie setzen sie nicht in praktische Politik um. Und Sie haben da ein sehr interessantes Konzept entwickelt von, ich zitiere mal, die virtuelle Transitzone, wo man als Flüchtling erstmal als nicht eingereist gilt. Und viele Menschen, die Ihr Buch jetzt nicht gelesen haben, interessieren sich dafür, was ist denn diese virtuelle Transitzone? Wie würde das funktionieren, wenn es nach Ihnen ginge? Schauen Sie, wir haben das heute bereits. Wenn Sie in Frankfurt landen, mit einem Flug aus Afrika oder von sonst außerhalb des Schengen-Raums, dann gibt es den sogenannten Transitbereich. Das ist vor den Stellen, wo die Bundespolizei dort den Ausweis kontrolliert und einen reinlässt oder nicht. Und solange man da nicht durch ist, gilt man als nicht eingereist. Das ist heute schon auf den der Flughäfen geltendes Recht. Und genau diese der rechtliche Fiktion, das ist es letztlich, muss man auch schaffen, sonst an den Grenzen, ob jetzt an den Grenzen Deutschlands oder ob an den europäischen Grenzen, jetzt außerhalb des Schengen-Raums, das ist egal, das Prinzip ist das gleiche. Menschen kommen, begehren Einlass ins Land. Und man prüft ihr Begehren, ehe sie eingereist sind. So, und dann weist man die Menschen ab, dann müssen sie wieder zurück. Oder man lässt sie eben ins Land. So, und das ist das Verfahren, sodass wir raus sind aus der Mechanik, dass die Menschen kommen. Letztlich bei uns materielle Leistungen bekommen, bei uns ein Aufenthaltsrecht bekommen und vor der deutschen Gerichten da Prozesse führen können und so weiter. Das sollte man alles ausschalten. Sondern man sollte sagen, wir entscheiden über die Einreise. Und natürlich, wer jetzt meinetwegen politisch verfolgt ist und das da glaubhaft machen kann, das sind sowieso weniger als 1% aller, die zu uns kommen, das ist ja kein Thema, das ist ja jetzt auch mengenmäßig keine Belastung. In solchen Fällen gehen wir natürlich nach, das ist ganz klar. Aber erst dann, wenn wir sagen, jawohl, du hast möglicherweise einen Anspruch, dann darf erst jemand ins Land. Das ist das Prinzip, was ich vorschlage. Also, ich finde es sehr transparent, das Prinzip. Haben Sie über diese Transitzone mit Politikern gesprochen, also mit Zentren der Macht von heute? Nein, das habe ich nicht. Es passt ja auch im Augenblick nicht ins Bild. Ich habe es schon verschiedentlich veröffentlicht. Ich habe es veröffentlicht im Jahr 2016 in einem Artikel in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe es veröffentlicht in einem Buch im Jahr 2017 und jetzt in diesem Buch im Jahr 2018 immer wieder modifiziert. Aber die Debatte in Deutschland ist ja leider so, dass die Politiker offenbar in ihrem eigenen Echoraum sind und letztlich doch dann oft also zu wenig Bezug nehmen auf die Wirklichkeit. Keiner beantwortet die Frage von deutschen Politikern, was man denn mit Menschen macht, die zu uns kommen und die dann hier der Verwaltungsgerichtsweg beschreiten. Irgendwann haben sie halt möglicherweise keinen Aufenthaltstitel und dann sollen sie ewig bei uns bleiben. Das wird nicht beantwortet, die Frage. Man weicht dieser Frage aus. Man sieht es ja ganz einfach an den Zahlen. Wir haben vielleicht im Jahr der 20.000, 25.000 Abschiebungen oder nach der Freiwillige der Zurückführungen. Es sind aber in den letzten Jahren seit dem Jahr 2015 etwa 1,8 Millionen gekommen. Und die übrigen bleiben da, unabhängig von ihrem Aufenthaltsrecht und sind damit faktisch hier. Dass daher ja auch Ihr Titel Feindliche Übernahme relativ am Anfang sprechen Sie ja den Punkt an, dass es klingt nicht sehr romantisch, aber dass die Reproduktionszahlen von Muslimen viel höher sind als die Reproduktionszahlen von Deutschen.
Und wenn man das einfach weiterspinnt, ein paar Jahrzehnte nach vorne, ob das jetzt 30 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre ist, ergibt es einfach ganz logisch das Bild, dass irgendwann die Muslime in der Mehrheit sein werden, vorausgesetzt, dass sich diese Zahlen jetzt natürlich nicht großartig verändern. Und Sie sprechen auch einen interessanten Punkt an, dass natürlich mit unterschiedlichen Mehrheiten das Grundgesetz auch verändert werden kann oder die Auslegung des Grundgesetzes verändert werden kann. Und das bezeichnen Sie dann als eine mögliche feindliche Übernahme. Und meine Frage dazu lautet, diese feindliche Übernahme, gibt es aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, diese abzuwenden? Oder ist das, weil die Menschen Muslime hier sind, eine fast schon Ja, logische Notwendigkeit? erstmal wäre es doch ganz gut, wenn sich jemand, der politisch verantwortlich ist, sich mal zur rein mathematischen Frage äußert, ob ich denn nun Recht oder Unrecht habe. Das tut aber keiner. Ich habe ja festgestellt, ich habe das auch in meinem Buch dargestellt, dass wir nicht einmal belastbare Zahlen über die Zahl der Muslime bei uns haben. Die haben wir nicht, aber gibt auch keine amtliche Statistik. Das will keiner so genau wissen. Ich weiß, dass in vielen Schulklassen in Berlin und in anderen vergleichbaren Großstädten in manchen Vierteln bereits 30, 40% der Schulkinder muslimisch sind. Und man sieht es auch an der Namensgebung in den Krankenhäusern und so weiter. Sodass, wenn wir nichts tun, ist dieser Prozess unvermeidlich. Ich habe ja schon einiges vorgeschlagen. Ich sage nämlich, wir müssen letztlich also künftige Einreise von Muslimen grundsätzlich unterbinden, außer in Fällen des Asyls. Ich sage weiterhin, dass wir über die Schulen und über das ganze System der Gesellschaft einen ganz anderen Integrationsdruck ausüben müssen. Es sind ja nicht alle Muslime gleich allen Muslimen. Es gibt ja dort auch viele, die vielleicht gerne anders leben würden. Und es ist ja auch, und das ist ja in meinem Buch auch zentral, das ist ja die Rolle der Frau. Die Muslime sind ja deshalb so kinderreich, weil die Frauen im Durchschnitt in dieser Kultur in einer abhängigen und gedrückten Rolle gehalten werden. Und darum werden sie, wenn sie jetzt hier zur Schule gehen, müssen sie ab dem 11. Lebensjahr Kopftuch tragen, wenn es also konservative Muslime sind. Sie können nicht mit deutschen Freundinnen abends da in die Disco gehen und schon gar nicht dürfen sie einen Freund haben oder gar mit ihm intim sein. Das geht alles überhaupt nicht, sondern die Sache ist, sie werden zack, zack, möglichst bald verheiratet. Irgendwann also 15 und 22 sind sie verheiratet und da kommen schnell 3, 4, 5 Kinder. So, und die Frauen haben dann ja auch wenig Bildung und sie haben ja auch oft keinen Beruf oder auch nur einfache Tätigkeiten oder arbeiten mit dem örtlichen Obst- und Gemüsehandel der Familie oder sonst irgendetwas und sie kommen gar nicht raus aus dem System. Und dieses System müssen wir durchbrechen. Und dazu gehört, dass wir letztlich, was ich in meinem Buch auch beschreibe, die Muslime auch ein bisschen herausfordern. Wir müssen einfach zeigen, dass wir es nicht übermäßig prestigereich finden, wenn die Kinder in der Schule nicht vernünftig lernen. Wir finden, es ist auch nicht so wahnsinnig prickelnd, dass sie eine besondere hohe Arbeitslosenrate haben, dass sie oft schlecht ausgebildet sind. Und all diese Zahlen muss man mal offenlegen. Da muss man öffentlich darüber reden, was mit den Muslimen eigentlich los ist. Und dann setze ich darauf, dass sich die Muslime, welche Erfolg haben, schämen und sich praktisch ihr Verhalten ändern und sich mehr an die Mehrheitsgesellschaft anpassen. Und so muss ein Prozess einsetzen, sozial und gruppendynamisch, über die ganze Gesellschaft, der die Muslime letztlich an unsere Kultur assimiliert, jedenfalls in ihrer Mehrheit. Und dann, wenn die Frauen also gut ausgebildet werden, wenn sie sich ihre Partner selber wählen dürfen, wenn sie frei leben dürfen, werden sie auch weniger Kinder bekommen. Dann wird sich auch dann vieles wieder geben. Und die anderen, die ein anderes Modell verfolgen, müssen eben auch das Gefühl haben, dass sie mit diesem Modell in dieser Gesellschaft nicht willkommen sind.
Das heißt nicht, dass man jetzt dem Einzelnen der persönlich feindlich gegenüberstehe, sondern einfach, man muss deutlich machen, diese Art von Lebensstil und diese Art von Wertsystem ist bei uns nicht willkommen. So, und das, und damit muss man einen Prozess einer der gesellschaftlichen Debatte auslösen. Und aber wenn die Amtsträger sagen, alle letztlich zum Ausdruck bringen, dass sie das nicht tun wollen, sondern über die Unterschiede möglichst auch gar nicht reden wollen, weder über die Unterschiede in der Ausbildung, noch über die Unterschiede in der Kriminalität, noch über die Unterschiede in der Kinderzahl, noch über die Ursachen von dem allen. Und das ist ja der Diskurs. Haben wir schon jemals unsere Bundeskanzlerin darüber reden hören, weshalb muslimische Frauen so viele Kinder haben, weshalb die Männer so oft arbeitslos sind und weshalb so viele von ihnen kriminell werden? Haben Sie sich schon jemals reden hören über Ehrenmorde, über Clans, über anderes? Nichts. Es wird alles totgeschwiegen. Und das ist in der Politik das absolut vorherrschende Verhalten in allen etablierten Parteien. Und das ist ein Problem und das muss man durchbrechen. Und das muss man durchbrechen. Und die Wut, die ich auslöse, ist, dass ich das eben durchbreche und dass man mich dabei auch nicht ins Eck stellen kann. Weil man findet ja in meinem Buch keine einzige radikale Äußerung. Man findet nirgendwo, dass ich etwas Abwertendes sage, sondern es geht alles strikt sachlich. Und das macht die Leute argumentativ wehrlos, die anderer Meinung sind, und das macht sie wiederum wütend. Und das möchte ich auch irgendwo da ein Stück weit herausfordern, durchaus. Denn nur so passiert etwas in der Gesellschaft. Ich glaube, das haben Sie sehr, sehr gut geschafft, mit Argumenten Menschen herausfordern. Das haben Sie ohne Zweifel gemacht. Jetzt ist das, worüber Sie gesprochen haben, also diese kulturelle Wandel und auch die Abkehr von Parallelgesellschaften, etwas, was in Deutschland ja jetzt nicht neu ist. Seit den 50er, 60er, 70er Jahren kamen ja sehr viele türkischstämmige. Seit den 60ern. Genau, sagen wir 60er. Kamen sehr viele Türken nach Deutschland und dann auch mit Familiennachzug. Und das Interessante ist, das habe ich auch in Ihrem Buch gelernt, da zitieren Sie auch die Zahlen, wie die Türken hier in Deutschland eigentlich wählen, wenn es um die türkische Wahlen geht. Das hat mich erst echt erstaunt. Also für unsere Zuhörer, die es auch wahrscheinlich nicht wissen, die Türken stimmten 2017 mit 63% für die Präsidialverfassung. Also die Änderung, die Herrn Erdogan noch mehr Geld, nicht mehr Geld, wahrscheinlich auch mehr Geld, aber erstmal mehr Macht gibt. Und ein Jahr später, 2018, stimmten 65% für Erdogan als Präsidenten. Und das sind Menschen, die ja schon teilweise seit 50, 40, 30, 20, 10 Jahren in Deutschland in dieser liberalen Gesellschaft leben und dennoch aber eine Wahl treffen, die nicht sehr demokratiefreundlich ist. Angesichts dieser Zahlen könnte man da die Behauptung aufstellen, dass größtenteils die demokratische, liberale, pluralistische Integration hauptsächlich gescheitert ist? Oder sehen Sie das anders? Also erst einmal muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass unser Optimismus, dass alle sozialen Gruppen, die irgendwie zu uns kommen, auch das annehmen, was wir so denken in unserem Mainstream, dieser Optimismus ist nicht gerechtfertigt. Und wenn man sich der Weltgeschichte anschaut, ist er auch unhistorisch. Zum Beispiel orthodoxe Juden haben es geschafft, dass sie über 1000 Jahre als eine der kleinen Minderheit in Osteuropa ihre spezifische Kultur bewahrt haben. Sie haben weiter in Deutsch gesprochen. Jiddisch ist ja eine Art also Mittelhochdeutsch, also mittelalterliches Deutsch. Und sie haben in ihren Kulturen gelebt, im Städel, und haben sich von der Umwelt abgeschirmt. Was war nicht weiter, was auch okay war, dass sie ja nicht gegenüber der Umwelt aggressiv waren und sonst irgendwas und sich ja auch immer da fleißig waren und sich selbst ernährt haben und so weiter. Aber deshalb die Idee, dass eine Mehrheitsgesellschaft automatisch alles aufnimmt, ist irrtümlich. Die ist einfach irrtümlich. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass ein ganz großer Teil der Muslime, die bei uns sind,
letztlich auch über weitere viele Jahrzehnte, vielleicht über also viele hundert Jahre in einer der Parallelgesellschaft verharren wird. Nicht alle, aber ein großer Teil von ihnen. Und damit ändern sich natürlich in unserer Gesellschaft auch die Werte und die Strukturen und so weiter. Wir haben noch heute, wir haben da schon Schulklassen, wir haben heute viele der Schulkantinen und Kindergartenkantinen, wo es zum Beispiel ach, da kein Schweinefleisch mehr gibt, weil die Muslime essen das eben nicht und dann stellt sich da die Küche um, weil es einfacher ist. So, und damit geht es schon los. Oder wir haben Klassen, wo die Mehrheit der Mädchen Kopftuch trägt und wo die muslimischen Mädchen, welche kein Kopftuch tragen, von ihren Klassenkameraden massiv auch da unter Druck gesetzt werden. Das haben wir alles überall. Und es ist einfach so, wer die Mehrheit hat in einem Land, hat am Ende auch die politische Macht. Schließlich wollen wir ja nicht als Minderheit von Europäern und großenteils ehemaligen Christen nur den Rest jetzt hier mit Gewalt unterdrücken. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Und ich möchte eben, dass diese unwiderrufliche Änderung unserer Gesellschaft, die eben damit verbunden wäre, dass wir die möglichst verhindern. Ich würde eine langsam zu den Zuschauerfragen kommen. Eine der Fragen war, und zwar fange ich mal mit einer Frage an mich an. Ich wurde gefragt, wie kannst du mit Herrn Sarrazin ein Interview führen? Und das fragten häufig Menschen, die auch selber gebildet sind und die auch, als ich sie gefragt habe, ob sie ihr Buch gelesen haben, die ihr Buch auch nicht gelesen haben. Also ich beobachte eine Tendenz, dass sie teilweise kritisiert werden von Menschen, die ihre Bücher nicht gelesen haben, die aber dennoch Ärzte, Anwälte, Architekten sind, also durchaus Akademiker. Wie erklären Sie sich das, dass es so einen großen Bruch gibt zwischen den Befürwortern ihrer Thesen, die sagen, es macht absolut Sinn, was Herr Sarrazin sagt, feindliche Übernahme ist ein mögliches Kriterium, man muss sich einfach mal die Zahlen angucken auf der einen Seite, und Leute, die sagen, das ist unmoralisch, wir müssen alle Leute, die Hilfe brauchen, nach Deutschland holen, und was Herr Sarrazin sagt, ist menschlich und humanistisch falsch. Wie erklären Sie sich, dass Akademiker sich nicht dem Diskurs stellen und einfach von vornherein sagen, das kann doch nicht wahr sein? Erstmal ist es so, dass der Mensch die meisten Urteile, die er fällt, auf der rein emotionaler Basis fällt. Und wenn er ein Urteil gefällt hat und ein rationaler Mensch ist, sucht er sich dann dafür die passenden Gründe aus. So. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die meisten Menschen, auch die sogenannten gebildeten Menschen, sich ja nicht informieren. Man kann sich ja auch nicht über alles informieren. Nehmen wir jetzt ein unverfängliches Thema, der Klimawandel. Ich bin jetzt gelernter Volkswirt, ich kann Statistiken lesen. Ich kann nicht beurteilen, ich bin kein Physiker, ja, wie wahrscheinlich es ist, welche Art von der Klimawandel wir haben werden und wie das zusammenhängt mit dem der CO2 in der Luft und so weiter. Ich kenne Autoritäten, denen ich glaube. Und darum glaube ich an den Klimawandel. So, glaube ich, dass es ihn gibt. Ist ja keine Glaubensfrage. So, also ich weiß es nicht. Und so geht es den meisten Menschen mit den meisten Themen, dass sie leben vom Hörensagen. Und diejenigen, die eben jetzt gesagt haben, Thilo Sarrazin ist ein ganz klar, das ist ein unmoralischer Mensch, die sehen sich damit auch der Notwendigkeit enthoben, sich überhaupt damit meinen Argumenten irgendwo auseinandersetzen, weil es ist ja schon ihr Urteil gefällt. Und damit ist die Sache für sie auch durch. Und aber das nehme ich jetzt weiter gar nicht persönlich, weil so ist der Mensch eben gebaut. Und da sieht man dann nur, was eben doch die Öffentlichkeit und die Art, wie man in ihr diskutiert, dafür,
dass er einen gewaltigen Einfluss auf die Willensbildung von Menschen hat. Und am Ende leben eben ganz viele Menschen, das sind die meisten Fragen, das sind denen, die sich äußern, einfach von Vorurteilen. Was mich nur an der Frage wunderte, die von einigen kam, ist, dass diese Menschen eine akademische Ausbildung haben, also theoretisch fähig, Argumente zu lesen, Statistiken zu lesen, ja, schauen Zahlen Sie mal, zu verstehen. Wenn Sie sich unter Akademikern bewegen, dann schauen Sie mal, wie viele von denen regelmäßig eine Tageszeitung lesen, eine seriöse Tageszeitung. Das ist nur eine Minderheit. Das sieht man ja schon an der Zahl der verkauften Zeitungen. Dann schauen Sie sich die Zahl der verkauften Bücher an, schauen Sie sich die Sachbücher an. Ja, von all den Akademikern, die Sie so treffen, haben 90% in den letzten 5 Jahren da kein Sachbuch zur Hand genommen. Und sie lesen auch keine wissenschaftlichen Aufsätze und sie lesen keine Statistiken. Und also woher sollen sie es wissen? Also ist es ein Mythos, dass ein Akademiker Ein Akademiker ist ein Mensch, der auf einem bestimmten Gebiet irgendwann gezeigt hat, dass er etwas gelernt hat. Er ist Arzt oder er ist Ingenieur oder er ist Jurist. Vielleicht ist er auch nur Mediengestalter und hat da irgendwas studiert. Ich meine, es gibt ja Akademiker und Akademiker. Und also wenn Sie jetzt meine Meinung hören wollen zum Bildungssystem, ein ganz großer Teil derer, die sich Akademiker nennt, ist überhaupt nie wirklich wissenschaftlich ausgebildet worden und oder hat es dann auch bald wieder verlernt. So. Und ja. Okay, dann ist es nicht verwunderlich, dass Statistik nicht gelesen werden. Zweite Zuschauerfrage war, in Ihrem Buch, was hat Sie bei der Recherche selber am meisten überrascht? Also wo Sie ein Argument oder eine Statistik gelesen haben und gedacht haben, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also es kam jetzt, ich hatte ja auf vielen Gebieten Vermutungen, ja, und dann war ich doch überrascht, wie da stark sich da meine Vermutung bestätigt hat durch die empirische Evidenz, dass Muslime in der Tat in allen Gesellschaften, denen sie leben, ob sie dort nun die politische Macht haben oder nicht, ob sie in der Mehrheit sind oder nicht, letztlich, was ihr Ausbildungsniveau angeht, ganz am Ende stehen und das, was man kognitive Kompetenzen nennt, ganz am Ende stehen. Die Muslime stehen in Indien am Ende, sie stehen in England am Ende, sie stehen auch in den Ländern, wo sie die Mehrheit haben, stehen sie stets bildungsmäßig hinter den Christen und den Juden. Und das zeigt schon, dass im Islam etwas ist, was letztlich geistige Neugier behindert und zu einem unkritischen Denken führt. Und derjenige, der da nicht neugierig ist und unkritisch denkt, ist dann auch jemand, der da eben das glaubt, was man ihm vorsetzt. Ja, Sie schreiben ja auch ganz schön im Buch, wenn gelobt wird, dass das unkritische Aufnehmen der Information eine Tugend ist, dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass dann die Kinder und Jugendlichen versuchen, dem Ideal zu entsprechen und eben möglichst wenig hinterfragen. Das passt ja zu dem, was Sie auch gesagt haben. Eine Zuschauerfrage war, gibt es etwas, was Sie dem Buch heute hinzufügen würden? Also gibt es etwas, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, ein Nachwort oder sowas hinzuzufügen, was wäre das? Ja, also ich habe bei mir ein Verzeichnis auf meinem Apple-Rechner, einen sogenannten Ordner. Also da schiebe ich alles rein. Das heißt Islam nach dem Buch. Also da schiebe ich alles rein. Da habe ich mittlerweile schon wieder die Hunderten von Statistiken und Artikeln drin. Und ich schaue mir das immer an. Es gibt
Es gibt aber nichts, was hier die der Tendenz meines Buches ändern würde, sondern im Gegenteil, es gibt hier, das gibt hier zusätzliche Evidenzen unterschiedlichster Art, die aber jetzt nichts prinzipiell ändern. Jetzt natürlich das neue Buch von nach der Ralf. Der Gatban über die Clans, über die arabischen Clans, ist natürlich sehr interessant. Ich habe ihn jetzt zitiert, aber nicht aus seinem Buch, sondern aus seinen Aufsätzen und Interviews. Und ich kenne ihn ja auch. Natürlich, wenn so ein Buch neu erscheint, unter solch ein Thema so gut aufbereitet, hätte ich daraus noch das eine oder andere nehmen können. Ja. Aber nichts unglaublich Überraschendes, nein, sondern nein, die Tendenz wäre dieselbe. Die vorletzte Frage an Sie von den Zuschauern ist, von einem Menschen, der beobachtet hat, dass Sie unter anderem ja bei der Bundesbank, in der Politik waren und jetzt auch als Sachbuchautor unterwegs sind und beim Thema Menschen überzeugen, ob Sie da Unterschiede im Diskurs sehen. Also wenn Sie dann in der Bundesbank eher unter den Ökonomen unterwegs sind, als Finanzsenator eher unter Politikern oder jetzt als Sachbuchautor im Bereich der allgemeinen Gesellschaft. Gibt es da unterschiedliche Diskurse, unterschiedliche Arten von Argumenten und auch eine unterschiedliche Bereitschaft zuzuhören? Ja, also ich meine, man hat ja immer da ganz unterschiedliche Adressatenkreise. In meiner Zeit als Finanzsenator redete ich ja natürlich auch mit Politikern, aber nur begrenzt. Tatsächlich läuft Politik anders. Ich muss denn mal zunächst eine Idee haben, wie ich denn bestimmte Dinge umsetzen würde, und die musste erstmal machbar sein. So, das ist die erste Aufgabe. Da muss man mit seinen Beamten reden oder selber Ideen haben und muss Konzepte entwickeln. Und da muss man mit der Öffentlichkeit reden und muss schauen, dass man das dort überzeugend verkaufen kann. Und wenn man einen Inhalt hat, der einen selber überzeugt und eine Öffentlichkeit gefunden hat, die man auch überzeugen kann, dann erst geht man auf die Politik und sagt, und das müssen wir jetzt so und so machen. Und dann stößt man auf die unterschiedlichsten Widerstände. Der Politiker sind wie andere Menschen. Sie haben ein gewisses Bild von der Welt. Sie haben Interessen. Sie haben Ängste. Sie gehen nicht gerne Risiken ein. Und sie denken meist auch zuerst an den eigenen Vorteil, wie alle Menschen. Und darum muss man genau überlegen, wenn man jetzt meinetwegen jetzt einen Kollegen hat, der jetzt meinetwegen Bildungssenator ist, ja, muss ich ja sagen, der will ja jetzt als Bildungssenator Erfolg haben. Und natürlich muss ich ihm jetzt Geld streichen, aber ich muss auch an seine Interessen denken. Und dann dachte ich immer auch an dessen Interessen, habe dann überlegt, wie ich das hinbekommen kann. Und da muss man Wege finden, wie man das machen kann. Man muss aber auch sehen, dass man Menschen, die einmal eine bestimmte Meinung hat, nie von der gegenteiligen Meinung überzeugen wird. Wenn sie an einer Stelle sind, wo sie diese Meinung haben, dann muss man sie in irgendeiner Weise übergehen. Man muss also Mehrheiten schaffen, die jetzt gegen sie sind. Man muss dafür sorgen, dass sie diese Position aufgeben oder sonst irgendetwas. Es ist noch nie gelungen, dass Menschen, die sich einmal auf eine bestimmte Meinung festgelegt haben, diese Meinung ändern, oder kaum je. Und das ist, würden Sie sagen, egal, ob Sie unter Ökonomen, unter Politikern oder auch, Sie haben ja nachher einen Vortrag, einen öffentlichen Vortrag. Das heißt, alle Menschen sind, ich glaube, das war Arthur Schopenhauer, der geschrieben hat, in seinem kleinen Büchlein die Kunst, Recht zu behalten. Menschen sind von Natur aus rechthaberisch. Ja, aber der Haken ist, jetzt ist man ja Gruppen gegenüber. Die Menschen verhalten sich ja gerne so, dass sie nicht unangenehm auffallen. Und sie sind gerne bei der Mehrheit. Das heißt, die meisten Menschen, wenn sie merken, dass das, was sie meinen, nicht die Mehrheitsmeinung sind, dann halten sie den Mund. Und wenn sie dann längere Zeit merken, sie sind in der Minderheit, dann sind sie auch geneigt, ihre Meinung zu ändern. Das sind unbewusste Prozesse. Deshalb, wenn ich jetzt heute da den Saal habe, 450 Leute, da merkt man ja im Saal eine gewisse Stimmung.
Und wenn jetzt meinetwegen, ich nehme an, dass in den Saal werden jetzt also 100 Menschen sein, die sind jetzt meinetwegen anderer Ansicht als ich. Die werden sich hinterher da kaum in der Diskussion äußern, weil sie ja in einer Minderheitenposition sind. Deshalb muss man immer sehen, dass bei öffentlichen Debatten sich die Dynamik öffentlicher Debatten auch daraus gibt, wer sich in welcher Position in der Debatte ergibt. Und deshalb, wenn Debatten ihren Kurs ändern, liegt das nicht daran, weil dabei Menschen ihre Meinung geäußert werden, sondern weil die Vertreter der einen Meinung, die werden leiser oder verstummen, während die Vertreter der anderen Meinung werden lauter oder sie äußern sich erstmals. Und dann nimmt man wahr, dass die Debatte ihren Kurs geändert hat. Dazu muss aber kein Einzelner seine Meinung geändert haben. Ja, Menschen sind auch nur Gruppentiere, ja, Herdentiere und genau. Haben Angst auszuscheren. Das sind da soziale dynamische Prozesse. Und wie haben Sie diesen Mut behalten, dass Sie jetzt ja offensichtlich eine Minderheitenmeinung vertreten, dass Sie sich trauen, diese Minderheitenmeinung zu äußern? Also, weil vielleicht hört jemand zu und findet sich leider dann als so ein kleines Schaf wieder und denkt, ja, ich muss zugeben, wenn ich eine andere Meinung habe, dann sage ich das nie, sondern ich bin eher leise und still. Wie kann man das aus Ihrer Sicht, das ist natürlich so eine Frage aus der Sicht der Persönlichkeitsentwicklung, aber wie kann man das jetzt als neutraler Zuhörer von diesem Interview sich bewahren oder das ausbilden? Ja gut, man muss ja immer die Fragen auch unterscheiden. Es gibt Fragen, was man mag und was man nicht mag. Der eine trinkt also Kaffee und der andere trinkt Tee, der andere mag die Frauen blond, unter anderem mag sie lieber dunkel, über Vorlieben kann man nicht richten, das muss jeder Mensch selber wissen. Und auch gewisse Grundeinstellungen im Leben, auch da moralische Grundeinstellungen, die habe ich oder ich habe sie nicht. Und da kann ich jetzt andere nicht richten oder in ein bestimmtes Korsett zwingen. Anders ist es, wo man Meinungen sachlich begründen kann. Da glaube ich doch an die Kraft der menschlichen Verstandes. Man kann ein abgrenzbares Gebiet, wie wirkt der Islam in der Gesellschaft und was bedeutet das für uns, das kann man sachlich untersuchen. Man kann es praktisch, so wie man ein Feld pflügt, kann man es durchpflügen. Und dann macht man sich ein Urteil über die ganze Sache und wenn man das vernünftig durchdacht hat, dann weiß man, das, was ich jetzt gesagt habe, kann mir keiner widerlegen. Was unter den Annahmen, wie ich das geschrieben habe. Und wenn ich diese Position habe, ich habe das jetzt durchdacht und ich meine, das ist so und so und jetzt warte ich mal auf, wer mir das widerlegen kann, dann, wenn man damit reingeht, dann weiß man auch, dass man auch dann, wenn man in einer Minderheit ist, im Prinzip da jede Diskussion überleben kann. Das heißt, weil die Mehrheit reicht ja nicht aus, um jetzt Argumente zu ändern. Darum wird ja immer versucht, wie zu unterstellen, ich hätte falsche Zahlen. Bisher wurde noch keine falsche Zahl gefunden oder ich würde die falschen Leute zitieren oder sonst irgendetwas oder ich würde irgendwelche Denkfehler machen. Und dann soll ich das doch probieren. Da können Sie sich gerne daran abarbeiten. Ja, also Sie sehen das sportlich. Ja, das sehe ich dann sportlich, ja. Okay, genau. Super. Und die letzte Zuschauerfrage war einfach eine neugierige. Und zwar jetzt, wo Sie dieses Buch geschrieben haben, was ist dann Ihr neues Thema? Oder ich bin sicher, Sie arbeiten an einem neuen Buch. Was können die Leser, die Zuschauer erwarten? Also irgendwann werde ich natürlich aufhören, Bücher zu schreiben. Und das werde ich aber öffentlich nicht ankündigen. Da wird eben kein Buch mehr erscheinen. Umgekehrt habe ich meine der bisherigen Bücher auch nie öffentlich angekündigt. Sie waren eines Tages auf dem Markt. Also dieses Buch erschien, das wurde 8 Wochen vor der Veröffentlichung öffentlich bekannt. Und etwa so will ich das in Zukunft auch halten. Okay, alles klar, verstehe. Und die allerletzte Frage von mir, Herr Sarrazin, wäre dann, wenn Sie die Macht hätten, wenn Sie Bundeskanzler wären für ein paar Tage, ein paar Wochen, was wäre eigentlich Ihre allererste
Maßnahme oder was würden Sie als erstes verändern? Das wären sicherlich mehrere Dinge, aber wenn Sie die Macht hätten, welche Maßnahme wäre das? Ich würde mir einen Innenminister und einen Finanzminister meines Vertrauens suchen, die die Sachen inhaltlich beherrschen und mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. Und inhaltlich, also außer dieser personellen Entscheidung, hätten Sie da eine Idee? Ich würde mit den wichtigen europäischen der Staatsoberhäuptern, da wie Macron und so, jeweils unter vier Augen reden und würde ihnen sagen, dass ich eine völlig andere Einwanderungspolitik machen werde, so und so und so, und dass sie sich jetzt darauf jetzt einstellen können oder eben auch nicht. Und das würde ich dann auch tun. Okay, und wie das passiert, das haben Sie ja in Kapitel 5 ganz ausführlich gemacht. Also noch einmal eine absolute Leseempfehlung, Feindliche Übernahme von Thilo Sarrazin. Ein Buch voller Fakten. Ich habe ja anfangs gesagt, fast 50 Seiten Fußnoten. Und man kann sportlich sehen, wer es widerlegen möchte oder seine Meinung kundtun möchte, kann das unter dem Video machen. Wir sind gespannt auf eure oder auf deine Kommentare. Und Herr Sarrazin, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank, Herr Ratschenko. Danke.